Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's mal wieder eine kleine Runde Black Ops 2. Ich bin hier mit der Vector auf der Map Cargo unterwegs, spiele aber nach einiger Zeit auch ein bisschen mit der TAR, die ich eben aufnehme, weil ich keine Munition mehr in der Vector habe und auch keinen Plünderer oder so dabei habe. Das Gameplay an sich ist eine ganz nette Runde, wie ich finde. Leider ist es kein flawless Gameplay, weil ich an einer Stelle relativ blöd sterb, wie ich finde. Da visiere ich so ein bisschen doof um die Ecke an und visiere halt komplett an einem Gegner vorbei. Und der kann mich halt dann ganz gechillt wegholen. Hätte nicht sein müssen vielleicht, aber ich denke, das Gameplay lässt sich trotzdem einigermaßen gut anschauen. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß mit dem Gameplay. Ich habe heute auch ein kleines Thema mit dabei und zwar soll es heute ein bisschen um Fail-Angewohnheiten gehen. Also Angewohnheiten, die man in-game hat, die man in-game immer macht, die aber eigentlich einfach der totale Fail sind und eben zum Beispiel dafür sorgen, dass man stirbt oder dass man halt irgendwie die Runde nochmal verkackt. Und mich würde mal interessieren, ob ihr denn solche Angewohnheiten habt, aber fang natürlich erstmal mit meinen Fail-Angewohnheiten an. Meine erste Fail-Angewohnheit und auch meine schlimmste Fail-Angewohnheit, wie ich finde, ist auf jeden Fall, dass ich die ganze Zeit dabei bin, nachzuladen. Das heißt, eigentlich lade ich nach jedem Kill nochmal nach, egal wie viele Leute da noch stehen. Und wenn dann halt viele Leute irgendwie dastehen, dann ist es immer so, dass ich natürlich die Nachladeanimation erstmal abbrechen muss. Und das kostet halt einfach ein bisschen Zeit. Und in manchen Fällen kann man halt einfach überhaupt nicht mehr reagieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie in einer engen Gasse gerade so durch die Gegend latsche und dann einen kill, dann fange ich an nachzuladen. Und wenn halt dann nochmal einer kommt von vorne, dann habe ich keine Chance, den irgendwie zu killen und der macht mich natürlich fertig. Das ist so ein Punkt, der mich ein bisschen stört, ist so eine Angewohnheit, die ich glaube ich noch aus MW2 Zeiten habe, wo man mit Fingerfertigkeit halt zum Beispiel auf der UMP einfach so schnell nachgeladen hat, dass das alles glatt ging oder meistens glatt ging. Da gab es auf jeden Fall weniger Probleme mit dieser Angewohnheit, aber jetzt gerade hier in Black Ops 2 nervt es mich zurzeit tierisch, weil wenn du kein schnelles Magazin auf der Waffe hast, dann dauert es ja teilweise schon ein bisschen lange, bis diese Waffen nachgeladen haben und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen an mich arbeiten. Bis jetzt habe ich die Angewohnheit auf jeden Fall noch nicht losbekommen und sie stört mich auf jeden Fall. Die zweite Angewohnheit, die ich habe, ist glaube ich auch ein bisschen aus MW2 entstanden. Ich glaube, da ging das auch einfach noch ein bisschen besser, dadurch, dass man mehr Leben hatte. In Black Ops 2 ist es ja so, dass man ein bisschen weniger Leben hat und ich glaube, dadurch zeigt sich das jetzt auch noch ein bisschen mehr, dieses Problem. Und zwar ist es das Problem, dass ich sehr viel durch die Gegend renne. Und ich renne natürlich gerne, ich finde so Rush-Gameplays gut, mir macht es auch Spaß, selber zu rushen. Aber oft ist es bei mir so, dass ich zum Beispiel in den Gegner-Spawn reinrenne, dann einen Kill mache und dann anfange wieder neu zu rennen. Das heißt, ich fange wieder das Sprinten an, sprinte 3 Schritte, visiere auf den nächsten Gegner an und will den halt killen. Und dieses Sprinten, das kostet natürlich auch ein bisschen kostbare Zeit und unter Umständen ist das halt dann doch immer wieder das Problem, dass ich halt letztendlich dann doch sterbe. Regt mich auch auf, ist halt auch so eine Angewohnheit, die ich irgendwie nicht so wirklich loswerde. Allerdings ist es nicht meine letzte Angewohnheit, ich habe noch eine dritte Angewohnheit, die allerdings ausnahmsweise mal in Black Ops 2 direkt entstanden ist. Und zwar ist es so, dass ich in Black Ops 2 praktisch in keiner Klasse eine Sekundärwaffe dabei habe. Das heißt, ich spiele immer ohne Sekundärwaffe und habe da halt immer nur dieses Messer mit ausgerüstet. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass man mit Messer ein kleines bisschen schneller rennen kann. Und deswegen ist es so, dass ich ganz am Anfang von den Spielen, wenn ich immer zum Beispiel zu Punkt B bei Domination renne, das Messer ausrüste und eben dieses kleine Stückchen renne oder halt ein Stückchen damit renne. Ist ja an sich noch nicht schlimm, das funktioniert eigentlich in allen Fällen gut. Ganz am Anfang ist halt einfach noch keiner auf deiner Seite und da geht es auch ganz gut. Aber mittlerweile ist es so, dass ich teilweise auch irgendwie die Waffe wechsle, um halt kurzes Messer da zu haben, wenn ich irgendwie auf dem Weg zum Beispiel zum C-Punkt bin und halt gerade in dem Moment keinen Gegner sehe. Das heißt, ich wechsle dann ganz gechillt die Waffe, renne kurz mit dem Messer rum und in dem Moment kommen natürlich plötzlich alle Gegner. Ich stehe mit dem Messer da, kann überhaupt nichts machen. Gerade in Black Ops 2 funktioniert es mit den Messern ja nicht mehr so auf Distanz und ich bin halt aufgeschmissen. Ich weiß nicht, wie ich mir diese blöde Sache angewöhnen konnte. Also ich glaube, ich muss fast wieder irgendwelche Sekundärwaffen mitnehmen, um da was gegen machen zu können. Vielleicht kann ich es mir auch so abgewöhnen. Eigentlich finde ich es immer schöner, wenn ich diese Slotplätze sozusagen für irgendwelche Perks benutzt, aber naja,
Kann man nichts machen, das ist auf jeden Fall so mein Fail, den ich jetzt in Black Ops 2 noch dazu bekommen habe. Also drei Fails an der Zahl. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, ob ihr auch solche Ingame-Fail-Angewohnheiten habt oder ob ihr euch schon welche abgewöhnen konntet, ob ihr mal welche hattet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.